Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier für gerade auf dem Marsch, Version 2.5. Ich werde mal jetzt schauen, ob ich hier mal Punkte gemacht habe für Anliefern mit Autodrive. Ich rechte innere ja. Und da werden wir mal Sand und Kies automatisch erfahren, ne? Ja, hier sind keine Punkte. Aber das können wir ja gleich einrichten, ne? So ist ja nicht, ne? Ich habe ja hier die Punkte eingefahren für Anlieferung für Brückenbau. Brückenbau ist ja aktuell fertig, somit erledigt. Der Kurs, der hier ist, den müssen wir nur entsprechend erweitern. Das heißt, befüllen, Sand, Kies, das haben wir schon mal. Und wir werden mal jetzt hier den Kurs einfach mal die Spur nehmen, die jetzt da rechts ist, und mal hier einschlagen, ne? Jetzt hoffen wir mal, dass er richtig den Punkt nimmt zum ja, hat er richtig gemacht. Ich verbinde den mal, ne? Man kann das beim Menü auch entsprechend einstellen, dass er automatisch verbindet, aber dann ist er auch nicht da, wo man möchte, und das ist besser, man macht das manuell. Und anbinden auch automatisch kann man auch machen, aber man kann auch genauso gut das manuell machen. Da hat man das besser in Kontrolle. Ich fahre jetzt hier mal einfach mal lang und mache einen Punkt, Abladen, Kies und Zement. Quatsch. Kies und Sand. So. Hier vorne am besten. Ja. Normalerweise mache ich den Aufnahmevorgang beende ich meistens, weil wenn man doch nicht mehr aufnehmen möchte und plötzlich losfährt, dann hast du wieder einen Kurs und nur löschen. Ne? Ansonsten kann das stehen bleiben. Hier machen wir jetzt einen Punkt, und zwar Zielnamen eingeben, also Abgabe oder Abladen, traurigerweise. Ne? Ja. Was ich noch machen muss, irgendwie Ordner einrichten. Da muss ich noch gucken, wie es funktioniert. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Und Sand. Erstellen. Denn wir haben noch ganz schön viel zu fahren und das ist doch vielleicht sinnvoll, das automatisch machen lassen. Machen wir halt erstmal die eine Sorte Sand und dann die nächste Kies zum Beispiel. Solange bis er voll ist. Das gleiche könnten wir auch machen mit Wasser theoretisch. Müsste hier sein. Den Punkt kann man ja immer wieder verschieben, mit der rechts klicken und dann nach vorne, nach hinten, hier mit dem Rauch. Dann brauchen sie jedoch bald Wasser. Kieswerk, also ganz wichtig, oder Zementwerk. Und weiß ich nicht, was er in Abladen gemeint ist. Müsste ich nur hier ein Wasserfass aufstellen, dass wir hier nicht so viel zu weit fahren müssen wegen Wasser, ne? Wäre Blödsinn. Da könnte die Toilette hier rechts stehen und dann entsprechend in dem Fall würde ich eher so machen, dass ich sage, okay, wir fahren jetzt hier und dann so abbiegen und dann geradeaus Wasser nehmen oder so, ne? So dass im Prinzip beim Warten nicht kein anderes Fahrzeug stört, ne? Und mal sehen, wie am besten rumkomme, ne? Die Kurve nicht so eng gemacht wird, sonst wäre das ungünstig. Man kann aber auch die Kurvengeschwindigkeit auch noch reduzieren in Prozenten, und dann kann man das vermeiden, dass es umkippt, ne? Und hier haben wir den Kreis hier schließen, Aufnahme beenden. Und dann klicken wir einfach mal an, dass er grün wird, und dann klicken wir den nächsten an, wo wir hinwollen. Ebenfalls, dann wird es rot und fertig. Und jetzt können wir das Prinzip einstellen. Den richtigen Modus, dass dieser hier beladen und abladen. In dem Falle beladen Sand Kies. Also meine ganzen Punkte sind bei Standard.
Und da muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen sortiere. Abladen ist ja genau. In dem Fall wird man Kies nehmen, der gerade da ist, ne? Abladen, Wasser, Zementwerk, nicht? So, das müsste eigentlich funktionieren. Wir gucken mal. Im Grunde, man fährt die erste Runde mit, dass er nirgendwo hängen bleibt, ne? Wenn er hängen bleiben würde, würde man halt den Kurs verschieben, ein bisschen mit der rechten Maustaste rechtsklicken und die Punkte so verschieben, dass man da ohne Probleme rumkommt, ne? Und dann können wir ja gleich mal sehen, dass wir uns die, die Dieselfabrik kaufen. Da werden wir uns kurz zur Dieselfabrik hingehen. Ja, da abbeladen klappt schon mal. Das ist super. Obwohl der Punkt da vorne ist, kennt er das schon automatisch, ne? Gut, optisch gesehen wäre besser, wenn er ein bisschen weiterfahren würde. Aber gut, ja, was soll's, ne? Eigentlich wollte ich hier mit dem Kleinen fahren, aber dem Augenblick, ja, den fährt ja hier, ne? Da kann man ja den fahren lassen. Meine Haare sind zu lang. Junge, ich brauche einen Friseur. Alle haben zu. Seit Weihnachten. Ich wollte vor Weihnachten nicht mehr losdüsen. Hätte ich ja können. Aber da waren die alle einkaufen wie folgt. Fing Weihnachten. Also die Geschäfte gerammelt voll. Anführungszeichen, ne? Und jeder beim Friseur. Und da muss ich mir nicht antun, der Anstellung. Da muss ich mir nicht, das ist mir zu blöd, ne? Nicht wegen dem C, ne, das nicht, aber das ist mir egal. Das juckt mich nicht. Lass mich nicht wegen irgend so einem Dings zu Hause einsperren, ne? Wenn ich irgendwo hin muss, dann geht da hin, ne? Hier passiert. Schauen wir hier, ob er abkippt, richtig, an der richtigen Stelle. Muss ja vorne abkippen, ne? Und wenn das klappt, gehen wir gleich auf die Ölmühle. Das klappt. Gut, gehen wir Richtung Raffinerie, genau. Hier kann man im Prinzip den Raps verkaufen. Das wäre ja Blödsinn, ne? Müsst ihr ja eingestehen. Und wir werden mal sehen, dass wir uns hier diese Dieselfabrik hier irgendwie aufstellen. Irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass wir das hier machen können. Irgendwie. Aber. Oh. Die Frage, ne? Oder war das hier irgendwo? Ich glaube, es war hier. Da müssen wir mal gucken. Na, hier nicht. Bei Gebäude. Ich gehe mal Global Company rein. Da sind die alle Produktionen versammelt, die das Prinzip brauchen. Prinzip, ne? Den Skript. Brennerei, Brauerei, Dünge, Diesel, Fische. Blumenhaus, Gewächshaus, ne? Ich glaube, war schon zu weit. Lager und so will ich eigentlich gar nicht bauen. Das ist die Fahrerei, die wir keine Zeit für haben. Da, wo ich jetzt theoretisch über mein Zementwerk den Kies bei Anhänger fahren können, ist es ja optimal. Aber die Endprodukte wie Zement ist die Ölmühle, das ist ein Unterschied. Nicht zu verwechseln mit Diesel, ne? Denn die Ölmühle ist ja zum, kann man auch Raps verarbeiten, soweit ich weiß. Aber halt, da können wir nicht tanken, ne? Ich glaube, die älteren Fahrzeuge würden wir uns auch noch betragen.
aber die neuen modernen nicht mehr. Aber das Problem eigentlich bei Diesel, der künstlich hergestellt wurde, also Naturprodukte, da verrottet der Sprit mit der Zeit. Das heißt, auf gut Deutsch, der ist nicht ewig haltbar. Den müssen wir drehen. Den haben wir ja gebaut, ne? So. Mal gucken. Dass wir hier. Oh, das ist eng. Wieso ist das so eng? Daran ist günstig da. Hat er das so vorgesehen gehabt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist schon so lange her. Ich muss ja so eng fahren, dass ich da auch noch rankomme. Ne? Ich muss ja im Prinzip den Diesel abholen können. Also hier unten rechts, wo die Maus ist. Und den Kompass auch verwenden kann. Und ich muss auch dahin fahren können, wo ich aktuell oben links. So wird das nichts. Da ist nichts, kein Platz. Da müsste ich die Folge 777 anschauen. ich denke mal, hier will ich vorbeikommen. Da oben hat er Platz. So wäre optimal für oben die Ecke. Aber hier oben wäre ungünstig, ne? Und so würde er nicht rankommen. Obwohl. Ja, das da oben ein bisschen eng. Ich baue die mal so hin. So. Hier hätte der Platz. Hier kommt man rum. Ein LKW sogar. Und hier haben wir Platz. Wir können ja notfalls den Zaun entfernen, ne? Aber wie gesagt, Vorsicht mit Zaun entfernen, wenn die Produktion dazugehört. Ich habe mal die Erfahrung gemacht beim Sägewerk. Ich wollte den Stück Zaun entfernen. War aber der Zaun mit dazu beim Sägewerk. Da war das ganze Sägewerk weg. Erst gucken, was er kaufen will, ne? Also falls hier so knapp wird. Hier brauchen wir Diesel. Tja. Biogas voll. Jetzt bräuchten wir einen Traktor. Und dann fahren wir eine Route ein, ne? Da können wir den immer wenden, ne? Dann haben wir zwei Fliegen geschlagen mit einer Klappe. Weggeräumt und einen Traktor gefunden, den wir arbeiten können, ne? Ja, ist gedüngt. Wenn man die Frucht der gewachsen ist, dann ist auch entsprechend was zu sehen. Dann fahren wir die erste Fuhre so hin. Und dann schauen wir mal, dass wir da gleich einen Kurs entsprechend anschließen. Ne? Das stelle ich am besten hin. In der großen Halle, ne? Schwierig zu sagen. Wir kennen so viele Güllefässer. Und so ein Silofass für Mehl. Mal verkehrt verkauft. Ich wollte Gärreste fahren. Und was habe ich gemacht? Eieiei. Ich habe viel probiert und gemacht und getan. Ah, ich wollte umkippen, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Ebenfalls, ja, gibt's doch gar nicht.
dass ich beim Kauf gesehen habe, naja, das ist für Mehl, ne? Oh. Klar, dass er keine Gäres aufnehmen konnte, ne? Gut, ich habe den behalten. Aber ich sage, naja, vielleicht brauchst du doch mal irgendwann, ne? Der erste. Hätten wir auch den Mercer Fergus nehmen können, ne? Ah, nur ist egal, nehmen wir den Fan. Den Deutz. Wir müssen bald wieder Milch fahren. Tja, das Geld für ausgegeben, ne? Aber der Diesel wird sich lohnen. Den können wir gut verwerten. So, Raps aus dem Berg, also unserem Lager. Wollte mal gucken, wie viel was wir da noch brauchen. Heu, glaube ich, war stand noch 0. Die Lage und Stroh ist gut gefüllt. Aber Mischfutter an sich ist auch noch gut gefüllt. Also da ist kein dringender Handlungsbedarf. Und Heu. Ja. Hatten wir jetzt mal reingekippt, glaube ich, gehabt, ne? Hier ist Ablan, Junge, hier ist Ablan. Wo hast du wieder deine Gedanken? So, Raps. Ja, hier Sand reinzufahren wäre Blödsinn. Weizen, theoretisch für Pellets. Gerste auch noch. Raps. Müsste noch einen globalen Markt drin haben. Das könnte man dann bei Gelegenheit Richtung Brauerei fahren, ne? Für nächste Aktion. Gut. Machen wir Innensicht. Bisschen freundlicher. Und diese roten Dinger machen wir aus. Was macht die FPS hier? Wahnsinn. Aber ist aber hier nicht das Darstellen der Objekte, auch eher das Berechnen der Objekte. Denke ich mal. Was Probleme bereitet. Aber ist mal egal. Wir fahren mal Richtung Regenwolke kommen eigentlich, ne? Was ist nun? Nix. Wetterbericht hat er geändert sich bestimmt, ne? Hat er sich geirrt? Na doch, Regen ist da. Brauchen wir dringend Regen. Der Boden ist trocken. 5%. Hat er jetzt. Bodenfeuchtigkeit. Oh, ich sehe schon wieder Zeit, aber wir verkaufen noch ganz schnell was. Dass ich beim nächsten Mal weiß, was ich machen wollte. In einer Woche Produktion beliefern, ne? Ja. Wird ein bisschen länger. Ist ja auch egal, ne? Mal schauen, wie ich vorbeikomme. Das war ganz schön eng. Ja, wir können ja jetzt den Zaun entfernen zur Not, ne? Hier wächst Unkraut. Habe ich da vergessen. Auf Feld 3. Muss ja. Also, nächste Aktion ist nochmal Feld 3. Spritzen. Ja, die Bäume liegen noch rum hier, dann müssen wir noch dringend entsorgen. Also abfahren, ne? Also. Morgen, schätze ich mal, in-game morgen, jetzt haben wir 14 Uhr, aber es wird dunkel. Erst die Wolken ziehen zu, aber ein bisschen Regen gibt. Denn 7% Bodenfeuchtigkeit ist ganz schön wenig. Ab 14% kommt die Dürre, hätte man gelesen. Und hier müssen noch einige Stunden entfernt werden. Also wir haben noch Arbeit genug, also wir machen können. Gut, wenn die Hopfenernte läuft, das geht ja automatisch. Und hier dürfen wir nicht vertauschen, ne? Hier ist Ratsverkauf.
Also beliefern, das müsste gut klappen eigentlich. Ja, das machen wir nächste Woche. Ist alles. So. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, hier und heute fertig. Mal tschüss, ciao. Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Ja, morgen geht es dann hier weiter mit Route einrichten für Raps. Dass wir hier mal richtig Raps herfahren können. Ja, und dann geht das, beginnt Dieselproduktion und die Dieselproduktion geht in Richtung Kiesberg. Dass da entsprechend die Arbeit werden kann für. Ja, für Kies, ne? Und mit Kompass im Museum wir da machen. Jetzt haben wir Kompass auch schon aus dem Zuckerfabrik. Und wer da die Überlegung war, wert, da war Gewächshäuser zu errichten, ne? Um da ein bisschen was zu erreichen. Vielleicht noch ein paar Hochpflanzen zum Beispiel, ne? Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Ja, wie gesagt, morgen geht's hier weiter. Hier mit der Marsch. Und später kommt nach Thüringen. Und dann auch später kommt Kettle am Kopf. Wer auch nicht weiß, ist sicherlich sehenswert. Ne? Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.